Morgen, Florian Bauer. Ja, in der Tat mal was anderes, aber was nicht weniger wichtig ist als sonst, kommt ja ein bisschen zu kurz in diesen Tagen, wo der Fokus tatsächlich doch permanent und aus gutem Grund natürlich auch auf Corona liegt. Aber wie gesagt, wir schauen heute Morgen um 9 im Plenum auf das Erneuerbare Energiengesetz beziehungsweise eine weitere Änderung. Das ganze Gesetz gibt es ja seit dem Jahr 2000, jetzt also eine weitere Novelle. Das Ziel ist bekannt, weg vom Strom aus Kohle, aus fossilen Energien, aus Atom oder auch aus Gas, hin zu erneuerbaren Energiequellen, Wind, Sonne, Photovoltaik. Und das Ganze soll forciert werden, denn es muss forciert werden, weil das Ganze vor dem Hintergrund natürlich des Klimawandels passiert. Und so ist das große Ziel, dass in 10 Jahren 65% des Stromverbrauchs aus diesen Alternativen, aus diesen erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird. Und da soll die weitere Novellierung des EEG, so ist es ja abgekürzt, weiterhelfen. Das Ganze wird gleich diskutiert, leider nur eine halbe Stunde, weil die Debattenzeiten verkürzt worden sind, aus dem Grund, dass morgen ja kein Plenartag mehr ist, wo noch weitere Tagesordnungspunkte abgehandelt hätten werden können. Aber wir nutzen die Gelegenheit und besprechen jetzt schon mal rüber ein wenig. Und ich freue mich, dass bei uns sind Matthias Mürsch, der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion. Und Lukas Köhler ist da zum ersten Mal um diese Zeit und an diesem Platz der klimapolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Guten Morgen Ihnen beiden. Herr Mürsch, was wollen Sie erreichen mit dieser Novelle, mit dieser weiteren Änderung des EEG? Es ist ein ganz wichtiger Schritt und es ist vor allen Dingen eine wichtige Veränderung, die wir als Parlamentarier vorgenommen haben, im Gegensatz zu dem Entwurf, den Peter Altmaier uns vorgelegt hat. Es drohte, dass beispielsweise alte Windkraftanlagen, die jetzt 20 Jahre gefördert werden, vom Netz gehen. Das können wir uns nicht leisten. Deswegen haben wir da eine Übergangsregel geschaffen. Wir wollen Mieterinnen und Mieter mitnehmen, ein Mitmachprojekt daraus machen, sodass wir solche sogenannte Mieterstrommodelle jetzt ermöglichen. Und wir haben im Bereich der Photovoltaik ganz viele Erleichterungen und Entbürokratisierung jetzt gebracht. Und insofern bin ich sicher, es ist ein wichtiger weiterer Schritt. Aber ich sage gleich, das alles wird nicht ausreichen. Wir haben einen Entschließungsantrag mit der CDU-CSU, dass wir noch im ersten Quartal des nächsten Jahres weitere Entscheidungen treffen wollen, die dringend notwendig sind. Wir liegen im Moment bei 46% Stromverbrauch aus erneuerbaren Energien. 65% sollen erreicht werden. Umweltschützer und auch Branchenverbände sagen, das wird nicht reichen. Herr Köhler, geht die Rechnung auf, die sich die Koalition da jetzt gestellt hat? Also der große Wurf ist nicht. Ich glaube, es sind viele kleine Einzelschritte. Ein paar davon waren sicherlich jetzt nötig. Ich würde auch nicht alles kritisieren an der EEG-Novelle. Aber das Grundprinzip ist falsch. Wir haben mit dem EEG, Sie haben es gesagt, ein 20-jähriges Werkzeug, das so langsam stumpf geworden ist. Wir müssen, glaube ich, dringend darüber nachdenken, wie wir rauskommen aus dem EEG, wie wir rauskommen aus diesen extrem hohen Kosten, die wir für den Strom haben. Und dann müssen wir darüber nachdenken, wo wir und wie wir uns auf das Klimaziel anpassen. Leider hat die Große Koalition alles Kritische ins nächste Jahr geschoben. Also die Frage, wie passen wir auf 55% Klimaziel der EU die aktuellen Ausbaupfade an? Wie wollen wir da mit dem EEG weitermachen? Oder aus unserer Sicht, wie kommen wir da auch wieder raus? Auch die Frage der Strommenge ist ja das Problem. Weil 65% klingt erstmal gut, aber die Frage ist 65% von was? Und im Gesetz hat die Bundesregierung aufgeschrieben, dass die Prognose ist, dass der Strom bis 2030 sinkt, also auf 580 Terawattstunden. Ich glaube nicht, dass das eine realistische Annahme ist bei neuen Elektroautos, bei Industrien, die wir umbauen wollen auf Strom. Ich glaube, da ist ein bisschen Zahlenspielerei. Herr Mürsch, direkt dazu? Ja, also ich stimme Herrn Köhler vollkommen zu. Dabei darf man nicht stehen bleiben. Aber ich sage, aufs nächste Jahr verschoben. Wir haben ganz bewusst, ich habe jedenfalls in den Verhandlungen auch darauf geachtet, dass da steht, wir wollen über die Frage zum Beispiel des Anteils der erneuerbaren Energien, der Ausbaupfade, im ersten Quartal im nächsten Jahr entscheiden in dieser großen Koalition. Und das ist nicht trivial, weil es natürlich darum geht, in welchem Segment bauen wir wie aus. Da ist die Frage von Netzen, spielt da eine große Rolle. Und natürlich bin ich auch bei Ihnen. Wir haben inzwischen 20 Jahre Erfahrung. Das Gesetz ist überbordend und insofern muss es auch um die grundsätzliche Finanzierung gehen. Wir haben ein Umlagesystem, aus dieser Umlage nehmen wir große Unternehmen stetig raus, mit der Folge, dass Bürgerinnen und Bürger weiter zahlen müssen und das ist ungerecht und deswegen brauchen wir neue Finanzierungsfragen bzw. neue Finanzierungsmodelle. Da bin ich mir allerdings sicher, dass Herr Köhler da eher auf marktwirtschaftliche Anreize setzt, die es leider aber so im Energiesystem nie bis jetzt gegeben hat. Wir privilegieren leider augenblicklich immer noch Atom und auch Kohle. Und insofern müssen wir hier ein Riesenrad drehen. Das haben wir uns vorgenommen. Der marktwirtschaftliche Anreiz ist ja bereits da. Also es hat sich ja deutlich was geändert, auch in der Bepreisung und in der Frage, wonach richten wir eigentlich unsere Strompolitik auf.
aus. Und wir sehen im Moment, dass der CO2-Preis über den Emissionshandel die größte Rolle im Strommarkt spielt. Wir sehen, dass die Braunkohle, dass die Steinkohle nicht wegen dem Kohleausstiegsgesetz, ein anderes Riesenhaushaltsloch, das wir uns aufgemacht haben, übrigens mit dem EEG jetzt ja auch, dass die aus dem Markt gedrängt werden. Und damit wird erneuerbare Energie sehr viel profitabler. Und das war ja mal das Ziel, das war ja die Idee des EEGs, das ja am Anfang wirklich gut designt war, um in den Markt einzuführen. Aber Sie hatten es gerade angesprochen, wir fördern jetzt Anlagen nach 20 Jahren weiter. Und alleine, dass das nötig ist, zeigt ja, dass wir im Gesamtsystem was umbauen müssen. Worüber wir gesprochen haben, sind die Preise. Was aber fehlt, sind zum Beispiel Speicher. Wir haben im 2019, glaube ich, deutlich über 50% installierte Leistung an Erneuerbaren gehabt. Abgerufen wurden davon nur rund 40%. Das heißt, diese 10%, woher kommen die? Die kommen daher, dass natürlich alle Erneuerbaren zur gleichen Zeit produzieren. Wir können die aber im Moment noch nicht abspeichern. Und da, meiner Meinung nach, fehlt es in der Bundesregierung. Und dieser Schritt, Anfang nächsten Jahres zu sagen, wir verschieben die Entscheidung auf Anfang nächsten Jahres, wenn ich mir angucke, wie kompliziert und wie lange die Verhandlungen für diese EEG-Novelle waren, ist das ein Riesenproblem. Jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht so viele Punkte auf einmal aufrufen, denn weil das verwirrt die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Regel eher, als dass es ihnen hilft. Sie dürfen, Herr Köhler, jetzt noch einen Satz sagen, um den CO2-Preis zu erklären. Und das Ganze, wie gesagt, in einem Satz. Genau, in einem Satz, der CO2-Preis über den Emissionshandel deckelt die CO2-Emissionen, die wir haben, und führt dann dazu, dass alles, was an CO2 ausgestoßen wird, in Zertifikaten gehandelt werden kann. Damit entsteht der effizienteste Preis auf europäischer Ebene. Das sieht man jetzt schon, dass es funktioniert. Und was Herrn Miersch angeht, wir bleiben noch mal beim Preis, denn der Preis ist gestiegen, der Strompreis in den vergangenen Jahren. Auf der anderen Seite sind Windenergieunternehmen pleite gegangen, trotz der Förderung. Also da hat es eine Unwucht gegeben. Und erstmal, was ist da falsch gelaufen? Ja, ich habe ja eben schon gesagt, wir haben das Alte teilweise subventioniert. Und auch die Frage von CO2-Preis ist eben nicht die Lösung, wenn man nicht das Neue aufbaut. Und bei Wind haben wir das große Problem, dass wir vor allen Dingen Genehmigungsverfahren nach wie vor haben, die nicht laufen, die praktisch dazu führen, dass an vielen Stellen der Ausbau, ich habe mir das gerade für Hessen nochmal angeguckt, das letzte Jahr, 4 ganze Windkraftanlagen. Das geht so nicht. Insofern ist das System falsch. Und nur auf einen CO2-Preis zu setzen, geht eben auch nicht, solange wir die Alternativen nicht anbieten können. Das würde dazu führen, dass viele Menschen absolut hohe Kosten haben, ohne Alternativen zu haben. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen den Umstieg schaffen, indem wir die Erneuerbaren tatsächlich profitabel, beziehungsweise indem wir sie so fördern, dass sie eine Chance gegen Kohle, gegen Atom haben. Zwei Fragen resultieren daraus. Auf der einen Seite, was ist mit den Anlagen, die über die vielen Jahre gefördert worden sind, die aber natürlich weiter produzieren? A. Und B. Insgesamt, auch auf die Novelle bezogen, die Sie verabschieden werden heute mit der Koalitionsmehrheit. Was bedeutet das für den Strompreis in den nächsten Jahren? Also wir haben eindeutig gesagt, das ist im Übrigen schon vorher beschlossen worden im Rahmen des Konjunkturpakets, die sogenannte erneuerbare Energienumlage frieren wir ein, indem wir massive Haushaltsmittel aufwenden, um diese erneuerbare Energienumlage für Verbraucherinnen und Verbraucher zu stabilisieren. Die SPD will aber mehr. Wir wollen ein neues System, wenn möglich noch in dieser großen Koalition. Und bei den über 20 Jahre alten Anlagen geben wir Anreize, beispielsweise in der Photovoltaik, dass wir das, was Peter Altmaier vorgeschlagen hat, Nachrüstpflichten mit Zählern, Messstellen, dass wir das rausgestrichen haben, dass weiter die Produktion von Eigenverbrauch lukrativ ist. Und bei den Windkraftanlagen setzen wir auf der einen Seite aufs Repowering, das heißt auf die Modernisierung dieser Anlagen. Und wir führen ein Ausschreibungsmodell ein, wo diese Anlagen sich bewerben können. Und ich bin mir sehr sicher, viele dieser alten Anlagen werden damit tatsächlich auch weiter am Netz bleiben können. Lukas Köhler hat Zweifel, wenn ich seine Mimik und Gestik richtig gedeutet habe. Absolut. Also auch das Repowering ist ja leider noch ins nächste Jahr verschoben. Halt, stopp. Repowering müssen wir auch noch mal erklären, also denn das ist der Ersatz von bestehenden Anlagen durch neuere, größere und möglicherweise effizientere. Genau. Das lohnt sich gerade da, wo die windreichen, ertragsreichen Gebiete sind. Und auch da sind die Entscheidungen ja noch ins nächste Jahr verschoben. Nee, eine wichtige Entscheidung im Bundesemissionsschutzgesetz haben wir getroffen. Dazu. Ja, aber die einzige, die noch nicht dazu führen wird, dass das wirklich umgesetzt wird. Es ist zumindest eine ganz wichtige. Erste Schritt, aber okay. Der Rest muss ja noch folgen. Und auch, wir wollen aber unsere Arbeit auch nicht einstellen. Sie sagen, nächstes Jahr. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Die Frage, die ja aufgestellt wurde, war die Kosten des Strompreises. Und die sind ja jetzt schon enorm hoch. 70% beim Bürger und bei der Bürgerin
sind Steuern und Umlagen, die auf den Strompreis aufgeschlagen werden. Wir haben die zweithöchsten Strompreise in Deutschland. Und das kann doch nicht das Ziel sein. Da nochmal, müssen wir, da sind wir uns, glaube ich, völlig dran. Einig. Die Frage sind und die Wege. Der Weg über die Stromsteuer, das, was ja gerade Sie vorgeschlagen haben, ohne es ganz auszusprechen, nämlich die Umlage durch die Stromsteuer zu ersetzen. Das ist ein Modell. Das führt dazu, dass eine rechte Tasche linke Tasche spielt. Die Preise bleiben ja weiterhin hoch. Und auch die Deckelung der EEG-Umlage auf 6,5 aber Cent Sie heißt sagen ja dann, nur, Sie, dass der Haushalt, das heißt ja nur, dass der Haushalt, den wir ja jetzt schon wegen Corona massiv belasten, weiter belastet wird. Weil das Geld wird ja nicht weniger, sondern es kommt aus einem anderen Topf. Und die Steuern werden ja auch von Bürgerinnen und Bürgern gezahlt. Die Frage ist nur, was ist Ihr Angebot? Wenn das heißt, dass die Förderung von erneuerbaren Energien, die Einspeisevergütungen wegfallen sollen, dann wäre das genau das Aus für viele dieser Anlagen, weil sie dann eben nicht mehr so ausreichend gefördert sind, dass sie gegenüber dem Alten bestehen können. Und wir brauchen den Aufwuchs durch eine Förderung. Genau. Und dafür brauchen wir rund 24 Milliarden jährlich. Und darüber muss man reden. Also ich glaube nicht, dass 24 Milliarden jährlich dafür nötig sind, eine Technologie, die schon seit 20 Jahren gefördert wird, weiter am Markt zu halten. Ich hatte ja gerade über den CO2-Preis und den Effekt darüber gesprochen, dass Strom aus fossilen Brennstoffen deutlich teurer wird. Wir steigen aus der Atomenergie aus, da brauchen wir keine Förderung mehr. Und das ist ja eine systemische Frage, die gestellt wird. Wir haben keine Speicher, wir haben keine Definition in unserer Energiewirtschaft, wie Speicher eigentlich aussehen wollen. Und das wäre zum Beispiel ein ganz zentraler Bestandteil. Warum machen wir nicht zum Beispiel Folgendes? Wir fördern Anlagen, die nicht über EEG, wir ermöglichen es Anlagen, die nicht über das EEG gefördert sind, auch das machen wir jetzt, sofort einzuspeisen und geben einen Einspeisevorrang dieser Anlagen vor den anderen. Augenblicklich haben wir aber noch das System, das leider die ganz alten Anlagen, nämlich Kohle, Gas und Atom, die Vorfahrt haben. Und jetzt sind wir dabei, das umzustellen, dass die Erneuerbaren die Vorfahrt bekommen. Und ich sage Ihnen, wir ermöglichen ja jetzt genau diese Modelle. Aber jetzt wieder zu unterscheiden zwischen genau diesen Anlagen, die praktisch auf dem privaten Markt entstehen, und die von uns mitgefördert werden, das hielte ich für falsch. Die Erneuerbaren müssen gänzlich viel stärker sein. So, das wollen wir gucken. An dieser Stelle zeigt der Interviewer, dass er tatsächlich auch noch da ist. Wir wollen einen Punkt zumindest noch kurz streifen, weil wir leider nicht mehr viel Zeit dafür haben. Auch die Koalition scheint den Markt entdeckt zu haben, so möchte ich es mal formulieren. Bis 2027 soll die Bundesregierung einen Vorschlag machen, wie der Umstieg der Förderung von Förderung auf marktgetriebenen Ausbau stattfinden kann. Außerdem wollen sie reglementieren für zu viel produzierten Strom. Und wenn die Preise an der Strombörse unter Null fallen, soll die EEG-Umlage wegfallen. Warum erst so spät mit dem Vorschlag 2027? Also wenn es aus unserer Sicht geht, dann kann das früher passieren. Aber wie gesagt, es geht um Milliardenbeträge. Und das, was Herr Köhler eben gerade gesagt hat, linke Tasche, rechte Tasche wollen wir nicht. Sondern es geht darum, einen Mix zu finden, der sozial auch tatsächlich ausgeglichen ist. Und insofern sind das keine trivialen Fragen. Wir haben einen Vorschlag gemacht. Die CDU-CSU sagt, sie brauchen noch Zeit. Deswegen haben wir das in diesen Entschließungsantrag mit aufgenommen. Ich hoffe, dass wir zu diesem Systemwechsel noch in dieser großen Koalition kommen. Wir werden das sehen. Aber dahinter verbergen sich eben sehr, sehr große, auch systemische Fragestellungen. Die letzte Gelegenheit zur Erwiderung haben Sie. 30 Sekunden, dann müssen wir rein. Und Sie auch. Was wir dringend machen müssen, ist das gesamte Steuer- und Umlagensystem angehen. Nicht an einzelnen Stellen fördern. Der Kohleausstieg ist nicht über das Kohleausstiegsgesetz beschlossen, sondern über den CO2-Preis. Und das heißt, vor 2027, deutlich vor 2027, brauchen wir eine Lösung für unser gesamtes Energiesystem. Die bieten wir mit an. Vielen Dank, Lukas Köhler. Vielen Dank, Matthias Miersch. Das war interessant und schön abwechslungsreich. Hat mir gut gefallen. Und ich bin sicher, ein Satz, den ich hier ziemlich häufig sage, auch dieses Thema wird uns weiterhin begleiten. Zwangsläufig auch entspannt genug und wichtig genug ist es ja auch. Vielen Dank. Sie dürfen reingehen. Sie müssen reingehen. Schön, dass Sie da waren heute Morgen. Und